wollten wir jetzt ein Grußwort hören von der ATIF, der Kurdenföderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland. Der Kollege lässt sich leider entschuldigen und bittet uns aber, die herzlichsten Grüße an die bundesweite Montagsdemonstration zu überbringen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, nachdem es heute hier oft schon Thema war, zwei Flüchtlinge aus Libyen, die sind gemeinsam mit 300 Arbeitern über das Mittelmeer geflüchtet, wurden 2 Jahre lang in Lampedusa festgehalten und kämpfen heute in Hamburg um ihr Bleiberecht. Herzlich willkommen auf der bundesweiten Montagsdemonstration. Good afternoon, brothers and sisters. Guten Tag, liebe Brüder und Schwestern. My name is Emmanuel, a member of Lampedusa in Hamburg. Mein Name ist Emmanuel, Mitglied von Lampedusa in Hamburg. I just want to brief you our reason why we left Libya to Lampedusa and from Lampedusa to Hamburg. Ich möchte euch kurz erzählen, warum wir aus Libyen geflohen sind, über Lampedusa und Italien schließlich nach Hamburg. I thought in Hamburg, the Hamburg authority says we are terrorists, but I want to humble you more that we are not terrorists. Wenn wir, als wir nach Hamburg gekommen sind, haben einige Öffentliche gesagt, dass wir Terroristen seien. Aber ich will euch sagen, das sind wir auf keinen Fall. I want to emphasize this on Libya. I stay in Libya for over 7 years. Ich komme aus Libyen und ich habe dort 7 Jahre gelebt. All of us you are seeing on the street in Hamburg, all of us live in Libya for more than 7 years. We are professionals in works. We work a lot of in Libya. We have money to support our family as well. Die meisten von uns haben über 7 Jahre in Libyen als qualifizierte Facharbeiter, Ingenieure und so weiter gelebt und gearbeitet und haben das Geld für unsere Familien verdient. We work in many companies in Libya and we have a lot of money to do whatever we want to do and support our family. I repeat it again. Wir haben in verschiedenen Firmen dort gearbeitet und wir waren die Hauptverdiener für unsere Familie. During the war in Libya, we all fled from Libya to Lampedusa. And now we find ourselves in Hamburg Street. Als der Krieg ausgebrochen ist und andauerte, mussten wir alle aus Libyen fliehen und sind schließlich in Hamburg gelandet. It's not, we don't come to Europe by mistake, but it was what they called, that is what brought us in Europe now. Es war kein Zufall und es war auch kein Fehler von uns, dass wir hier in Europa gelandet sind, sondern wir sind hier deshalb, weil dieser Krieg, den Sie verursacht haben, dort ausgebrochen ist. We have risked our lives on the sea. It's not easy. And fled to Libya is better when we die in Libya than to come and be on the street dying. Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, wir haben unser Leben riskiert, als wir aus Libyen geflohen sind, mit dem Boot den langen Weg gemacht haben, dass ich sage, es wäre wohl besser gewesen, wir wären in Libyen gestorben. We came here in Hamburg and we present ourselves to the authorities in Hamburg. And yet they don't want to accept us in Hamburg. We were living on streets, sleeping here and there. Wir sind zu den Behörden gegangen, haben gesagt, dass wir da sind. Sie wollen uns einfach nicht akzeptieren. Und so leben wir jetzt inzwischen auf der Straße. Now that instead of them to listen to our demand and help us, now it has taken to a very critical condition now in Hamburg, where police were harassing the in Hamburg here and there. Anstelle uns menschlich zu begegnen, sind wir inzwischen in einer Lage, dass die Polizei uns verfolgt, dass sie uns drangsaliert und verhaftet. We are not in Hamburg to seek for political asylum, because we already have
Italian document. We are in Hamburg to stay, and we are not going back to Italy because of the past Italy. We are not in Hamburg yet because they were the cause of our predicament from Libya to here. Wir sind nicht wegen Asyl gekommen, sondern wir sind mit ordentlichen Papieren gekommen. Wir sind da, um zu arbeiten, um unser Leben hier zu verdienen, weil diese Leute dafür verantwortlich sind, dass wir aus dem Land fliehen mussten. I want to send this to the Hamburg authorities or the German authorities that we are here and we are not going back. They should rather accept us and provide whatever we give us our demand. We are not going to seek asylum and we are here and we are not going back to anywhere. We will stay here in Germany. Wir werden in Deutschland bleiben. Wir werden in Hamburg bleiben. Wir sind nicht da, um politisches Asyl zu in Anspruch zu nehmen, sondern wir bleiben einfach da, weil es uns zusteht und wir werden auch nicht gehen. As for my last, I want to extend my greetings. We have a greetings as a producer in Hamburg. So we just want to extend that greetings to everybody over here. Ich habe Grüße von Lampedusa in Hamburg und ich möchte sie euch allen hier überbringen. This is how our greetings go. Lampedusa in Hamburg, we are here. We are here. We will stay and stay forever. Thank you. Ich wollte euch nur unseren kurzen Gruß überbringen. Lampedusa, Lampedusa, wir sind da und wir bleiben hier. Vielen Dank für den Beitrag.